Mein Name ist Albert Ritter, bin Vorsitzender des Schaustellerverbandes Essen und in dieser Funktion Veranstalter des temporären Freizeitparks hier am Stadion in Essen. Wir sind sehr dankbar, dass die Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen es hergibt, dass wir temporäre Freizeitparks veranstalten können. Und so eine Veranstaltung haben wir jetzt hier am Stadion in Essen. Und wir haben sehr viel Zuspruch. Die Bürgerinnen und Bürger haben uns schon im Vorfeld angerufen und gesagt, toll, dass es endlich wieder losgeht. Wir kommen zu euch. Und wir machen das natürlich unter den strengen aktuellen Auflagen, unter Corona-konformen Bedingungen, mit Hygieneschutzkonzepten, mit Einbahnstraßensystem, mit Masken auf den Fahrgeschäften, in den Anstellbereichen. Da sind wir dann in der ganz, ganz engen Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Stadt Essen, um das hier Corona-konform durchzuführen. Braucht man hier einen Test? Also das liegt daran, welche Inzidenzstufe wir gerade haben. Bei der Stufe 0 brauchen wir keinen Test. Sollte die Stufe sich erhöhen, müssen wir dann von den Besuchern einen Test verlangen. Wie kommt man am besten hierher? Also wie kommt man am besten hierher? Das ist ganz klar. Also hineinschauen, wenn man zum Fußballspiel, zum Stadion will, die entsprechenden dann Busse und Angebote des öffentlichen Nahverkehrs nutzen. Was gibt es hier alles an Fahrgeschäften, kirmestypischen Spezialitäten und Spielgeschäften? Ja, also wir haben hier auf dieser Fläche über 10.000 Quadratmeter, sehr groß, großzügig in einem Schachbrettformat aufgebaut, also kein Rundlauf wie auf einer normalen Kirmes, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Wir haben 45 teilnehmende Schausteller. Wir freuen uns darüber, dass wir sogar eine wilde Maus hier haben. Wir haben einen Twister, Autoscooter, Musikexpress. Und besonders freuen wir uns natürlich, dass wir sogar eine absolute Neuheit hier auf dem Gelände haben. Das Karussell Robotics. Und das hat mir gesagt, wird mit ganz fantastischen neuen Fahrbewegungen aufwarten. Und ich glaube, haben sich jetzt schon ganz viele Kirmesfans und Freaks angemeldet, um sich diese Neuheit hier auf dem Platz erstmalig anschauen zu können. Also wir haben sehr viele Anfragen und Kommentare in den sozialen Netzwerken, dass also die Besucherinnen und Besucher, vor allem die Kinder, sich riesig freuen. Endlich mal wieder gebrannte Mandeln, Popcorn, dass der Duft, der typische Duft der Kirmes in der Luft liegt und dass endlich wieder Kinderkarussell gefahren werden kann. Also wir haben einfach nur ganz, ganz positives Feedback und die Menschen freuen sich darauf, dass sich endlich wieder Karusselle drehen und dass Spaß und Freude in die Stadt kommt. Können Sie uns was über Ihre Arbeit als Präsident vom DSB und Vorsitzender vom Schaustellerverband des Essen sagen? Also ich habe die Funktion des Präsidenten des Deutschen Schaustellerbundes und vertrete über 3.600 Mitglieder im Deutschen Schaustellerbund. Und es geht um die Berufsfragen und besonders in Pandemiezeiten natürlich auch um die Überbrückungshilfe, um die grundsätzlichen Dinge. Wann können wir endlich wieder herausfahren? Wann können wir wieder öffnen? Und wir haben eine Geschäftsstelle in Berlin mit 5 Mitarbeitern, die sehr effektiv arbeiten. Und man kann wirklich sagen, alles das, was wir erreicht haben, was das Überleben der Schausteller in der Krise gesichert hat, und es ist ja auch noch lange nicht vorbei, das haben wir durch eine intensive Verbandsarbeit erreichen können, mit den Gesprächen, mit der Politik, rauf von der Kommunalpolitik, Landespolitik bis hin zur Bundespolitik, mit Gesprächen mit den Ministern, Wirtschaftsminister, Finanzminister, Gesundheitsminister und sogar europäische Verordnungen spielen ja bei uns eine Rolle und da führen wir auch die Gespräche in Brüssel dazu. Wie sieht es in Essen mit der Unterstützung für die Schausteller aus? Also wir können wirklich sagen, aus vollem Herzen, wir haben jegliche Unterstützung von der Stadt Essen erhalten, von allen, die hier mit im Genehmigungsverfahren sind, hier vom Stadion. Die haben uns mit offenen Armen empfangen, gesagt, wir verstehen euch, ihr seid über 2 Jahre abgeschaltet gewesen. Kommt bitte, ihr bekommt unser Gelände zu Sonderpreisen. Ihr könnt unsere Stromversorgung nutzen, unsere Wasserversorgung. Wir möchten, dass sich wieder Karusselle, besonders Kinderkarusselle, in der Stadt Essen drehen. So, liebe Freunde, wir sind wieder zurück. Wir dürfen jetzt endlich mal wieder ein bisschen Kirmes machen. Zwar als temporärer Freizeitpark hier am Stadion Essen, aber wir freuen uns endlich mal wieder den schönen Autoscooter zu zeigen. Ich hoffe, dass ihr alle ab Freitag zahlreich hier kommt und mit unseren schönen italienischen Autos von Europameister Italien gebaut. Betazon-Autos, wunderbar, alles sauber, akkurat in LED-Beleuchtung.
Und wir freuen uns, wenn ihr alle kommt. Ich freue mich ganz besonders, dass ich jetzt wieder meinen Autoscooter betreiben darf. Macht es gut, Jungs. Herzlich willkommen im Kirmespark am Stadion in Essen. Mein Name ist Arno von Eulenhaus und wir präsentieren hier die Villa Wahnsinn. Hier befindet sich Spaß auf 2 Etagen. Wir haben Wasserbecken, wir haben Wackelbrücken, wir haben einen Glaslabyrinth, wir haben Drehwalzen. Hier befindet sich bei uns im Geschäft sehr viel Spaß und ich würde euch recht herzlich willkommen heißen in Essen im Kirmespark. So, herzlich willkommen Kirmes Markus hier am Kirmespark am Stadion. Wir stehen hier vom Fahrgussheft Heartbreaker, ne, Fates Twister von 1977. Und ich hoffe, dass ihr alle zahlreich ab Freitag, den 16.07. geht's hier los. Ich hoffe, dass ihr zahlreich den Park besuchen werdet. Hallo, herzlich willkommen hier in Essen auf den Festplatz beim Stadion. Ich komme jetzt gerade aus dem guten Ostfriesland vom Wilhelmshaven. Da habe ich dieses Jahr meinen ersten Platz gehalten und bin dann jetzt Montag gestern angekommen mit den Robotics. Dieses Geschäft ist jetzt 7 Monate alt, wurde ausgeliefert letztes Jahr am 22. Oktober von der Firma KMG. Von da aus bin ich direkt zum Emden, zum Lidepark hingefahren, da habe ich meine Premiere gefeiert. Dieses Geschäft können 24 Personen mitfahren, in einer Höhe von 11 Meter, in allen verschiedenen Fahrweisen möglich. Dieses Geschäft hat eine kompakte Bauweise von 16 x 18. Und eine Aufbauzeit von ca. 5 Stunden, wenn das Wetter mitspielt. Sascha, kannst du uns etwas zum Design sagen von Robotics? Das sieht ja ziemlich cool aus. Ja, beim Design, da habe ich lange über Gedanken drüber gemacht. Das haben wir uns ein bisschen so rüber gedacht, weil es viel Technik dahinter steckt und der Arm wie so ein Roboterarm aussieht. Und nach vielen Hin und Her überlegen haben wir es Robotics genannt. Und dann mit unserem Designer Alex Piel, der auch aus den Niederlanden kommt, mit diesem Projekt dann zusammengearbeitet. Kannst du uns was über die Fahrweise vom Geschäft sagen? Ja, die Fahrweise. Dieses Fahrgeschäft kann, wie gesagt, in einer Höhe von 12 Meter, wenn der Gondel schräg steht. Dann bewegt sich die Spinne in beiden Richtungen. Die Radscheibe bewegt sich auch in beiden Richtungen. Und natürlich haben wir auch den Überschlag. Und dieser kann auch alles mit der Hand gesteuert werden oder ein Automatikprogramm ablaufen lassen. Wie lange geht so eine Fahrt oder kann man das individuell steuern und wie wird das gesteuert? Die Fahrzeit beträgt ungefähr 3 Minuten und 40. Steuern können wir das mit den Hand, mit unserem Pult. Oder wir haben ein Automatikprogramm, wo wir dann auch selber dieses Programm schreiben können und dann abrufen können. Können Sie vielleicht mal im Groben erklären, wie das hier gesteuert wird? Vielleicht mal so irgendwie was zeigen? Ja, zeigen kann ich Ihnen das einmal. Hier haben wir das Pult. Da haben wir 3 Funktionen. Das ist einmal der Boden, der Arm und die Gondeln. Dieses haben wir 3 Gänge, von 3-mal nach links oder 3-mal nach rechts. Und damit können wir die Geschwindigkeit steuern. Wie muss man sich das jetzt vorstellen, wenn das Geschäft jetzt starten würde? Wie wird das dann aussehen, die Bedienung? Ja, wenn wir das Geschäft starten wollen, dann müssen wir den Schalter betätigen und einmal den Druckknopf. Beides muss gleichzeitig betätigt werden. Das ist nach der neuen DIN 13814 vorgeschrieben. Und dann können wir, ab da, wenn er hochgefahren ist, ab dann können wir den Arm oder die Gondel betätigen und die Richtung vorschreiben, wie sich das Fahrgeschäft bewegt. Das Fahrgeschäft ist ja brandneu. Das ist ja dieser Typ Move-It. Gibt es da jetzt eine Änderung zu dem alten Typ? Ist das Geschäft irgendwie größer geworden oder kleiner? Ja, es gibt viele Veränderungen. Wie zum Beispiel dieses Geschäft ist auf einen kompletten Transport mit Rückwand. Und es ist ja alles, wie gesagt, verstärkt worden nach der neuen Norm. Und die Schräglage ist schräger als die anderen Move-Its. Das, um für den deutschen Markt dann auch gerecht zu werden. Und es ist auch schon eine zweite daraus gekommen, der nach mir gebaut worden ist, der nach Dänemark geliefert worden ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Freitag zum Start hier nach Essen zum Stadion kommt und einmal den Robotics testen könnt und ein Feedback davon einmal abgeben würdet.